Hallo und willkommen zu einer kleinen Special-Folge. Ich möchte gerne nochmal versuchen, was passiert, wenn wir jetzt das ganze Ding in die Luft sprengen. Da bin ich nämlich sehr gespannt drauf. Aber um zum Reaktor zu kommen, müssen wir... Okay, wieder in die Lobby, ne? Ja. Ja, Überlebenserhaltung, ich hab mir schon gedacht. Das haben wir schon mal. Ja. Auf zum Fahrstuhl. Das wird echt lustig, Leute. Mal gucken, was January dazu sagt. Böder Poltergeist, mir niemand mag dich. Ach stimmt, da müssen wir ja wieder komplett alles runter. Also, na gut, wir müssen eigentlich wieder hoch, aber diesmal springe ich da nicht nochmal hoch. Hi. Ciao. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Ach ja. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Genau. Funker, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Auf. Oha. Dann sehen wir das auch mal. Ich bin gespannt. Also jetzt muss ich wieder zur Brücke. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ja, yep, wir sind oben. Schaut mal. Genial. Jetzt auf zur Brücke. Das heißt, ich sehe dann den ganzen Weg wie das letzte Mal. Und dann muss ich sogar meinen Bruder aufhalten dieses Mal. Das wird echt hart. Oh, es ist ja immer noch hier, ne? Sehr gut. Sie haben langsam Ahnung von Technik. Jetzt zum Aufzug. Auf ins Arboretum. Ist das? Es sieht geil aus, ne? Wow! Da habt ihr mal ein ganzes Bild von seinem Gesicht. Keiner weiß, wo es herkam. Wahrscheinlich hat die Koralle das gerufen. Alex ist nicht hier. Fürs Nullwellengerät. Guten Tag, Talos. Herzlichen Glückwunsch an Dr. Calvino, den Gewinner des vierteljährlichen Mitarbeiter-Innovationspreises. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin?
Brücke. Ah, da, ne? Und die wichtigste. Ach, da. Da oben, Selbstzerstörungsterminal. Wer. Was redet da mit mir? Matt Morgan. Morgan? Vielleicht. Ich nehme eine Person wahr, die wie Morgan Yu aussieht. Morgan. Seien Sie vorsichtig. Ihr Bruder ist labil. Eventuell lässt er die Selbstzerstörung nicht zu. Und er ist bewaffnet. Labil? Ist das ein Witz, Operator? Oh nein. Diese Maschine hat dich verdorben. Hat es dir gesagt, dass es dich nicht von der Station lässt? Ich weiß. Los, sag es ihm. Ihr Bruder hat recht. Wenn Sie die Talos 1 zerstören, muss ich laut Anweisung dafür sorgen, dass Sie mit ihr untergehen. Aber das wussten Sie ja schon. Ja. Es war Ihre Idee. Niemand bei vollem Verstand würde solch einem wahnsinnigen Plan zustimmen. Das ist nicht richtig. Die Geschichte ist voll von Beispielen der Selbstaufopferung zum Wohle anderer. Sagt sie. Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1 bitte evakuieren. Ich wünschte, ich hätte dich irgendwie aus diesem Zustand rausholen können. Es ist mein Fehler. Ich habe zu viel riskiert. Und das Schlimmste ist nicht, die Station oder die Tech zu verlieren, sondern dich. Ich wusste es. Ich habe meinen Bruder verloren. Von diesem Fehler werde ich mich nie erholen. Es ist erledigt. Ihre gesamten Anweisungen wurden umgesetzt. Alle bis auf eine. Wenn die Station in die Luft fliegt, werden der Apex-Typhon und davon abgeleitete Technologien zerstört. Auch Sie. Aber das wissen Sie bereits. Immerhin war es Ihre Idee. Hm. Ihre Alien-Neuromods würden bei der Rückkehr zur Erde ein inakzeptables Risiko darstellen. Nehmen Sie Platz, Morgan. Sie können in Ihren letzten Augenblicken auch die Aussicht genießen. Ja. Warnung. Drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte schaut euch das an. Bruder steht hier. Und es wird alles zerstört. Ich habe immer diesen Traum. Diesen Traum. Prey, jetzt kommt das wieder. Ja, was springt zum Glück. Gucken, ob der ist was anderes. Ah ja, verborgener Ort. Gucken, was sagen die jetzt zu unserer Entscheidung. Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist gering, fürchte ich. Es denkt wahrscheinlich, es träumt. Dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich getötet. Warum, ist schwer zu sagen. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Ja. Oder einen Versuch, beides zu vereinen. Michaela? Ich bin gestorben. Vielleicht hätte es meinen Tod verhindern können. Ich weiß es nicht. Das war das, dann die Rauche, ne? War da dieser Mann in der Psychotronik, Ingram. Würden Sie es leben lassen? Nein. Nein. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Außerdem durchkreuzte es da als Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Danielle, was meinen Sie? Es hat mich nie gesehen und es ist Volontär 37 nie begegnet. Schwer zu sagen, was es getan hätte. Es hätte vielen von den Typhon-kontrollierten Menschen schaden können.
Scheinbar hat es alles getan, um das zu vermeiden. Ich glaube, es wäre das Risiko wert. Schließlich wollte es die Talos 1 zerstören. Warum? Um die Erde zu schützen? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Wahrscheinlich haben wir die Station wirklich nicht zerstört und deswegen ist die Erde jetzt halt so... Ne? Ihr wisst. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Das ist die heutige Welt. Ja. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. Okay, letztes Mal haben wir seine Hand genommen. Diesmal töten wir alle. Soll das ein Witz sein? Boah, brutal, Alter. Tut mir schon irgendwie leid. Aber gut, das war das Spiel, Prey. Wir haben es jetzt komplett durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao. Euer Wildgamer.